Jo, hallo Freunde, es ist Feierabend und ich habe Lust auf ein Tässchen Tee, ne? Jetzt haben wir ja genug Spielsachen, um sowas standesgemäß zuzubereiten. Ob ich einen Tee machen will oder einen Kaffee, ich habe beides dabei. Mal schauen, wonach mir ist, bis das Wasser warm ist. Wir könnten auch die große nehmen, aber die kleine reicht da vollkommen aus für eine Tasse Wasser. Ein genialer Kocher hier. Ich habe mir jetzt für die normale Buschbox habe ich mir einen Trangia-Brenner besorgt, ne? Mal gucken, wann der kommt. Ich habe mir gedacht, ist eine recht saubere Geschichte mit dem Spiritus hier so auf dem Balkon und so. Brauche ich nicht teure Esprit-Tabletten verbrauchen. Feine Geschichte, ne? In der kleinen Pfefferminzdose passt der ganze Kocher. Mal gucken, ob der überhaupt sicher steht in meiner alten, so eine alte Gusspfanne. Die habe ich mal ausgemustert. Ich wollte die schon lange mal wegwerfen, habe ich gedacht, nee, lass mal, da kann man auf dem Balkon ein bisschen mit Feuer spielen. Und steht hervorragend sicher da drin, obwohl die so eine Rillenpfanne ist. Ne? Dann machen wir mal hier Speed rein. Super. Ich wollte sie beim letzten Mal schon hochkant stellen. Ne? Na, zu spät. Jetzt liegt sie schon. Dann machen wir hier Wasser drauf. Ne? Hervorragend. Das klappt doch prima. Schön. Feuer in der Box. So, Dille. Richtig guter Kocher. Aber noch besser. Gefällt mir das mittlere Set hier drin. Auf dem kannst du schon richtig schön den Multitopf anwerfen. Ey. Guter Kocher. Habe ich jetzt das Taschenmesser drin, das Victorinox mit einem Firesteel. Nochmal Zunder. Feuerzeug, hier sind die anderen Teile. Noch ein bisschen Kienspann, dahinter sind nochmal 4 Wattepads. Also die volle mobile Einsatzküche. Ne? Und draußen im Netz nochmal 2x scharfes Zeug. Also die perfekte Küche. Ne? Und hier von Unfälle den Mini EDC S-Pit-Kocher. Den Fetti den ganzen Rest gesammelt an Brenn- und Kocherutensilien und dann mal gucken, noch ein Trangia-Brenner dazu. Kann man hier auch mal mit Spiritus, braucht man nicht diese SP-Tabletten. Trangia-Brenner in die Buschbox rein und gut ist, ne? Da ist dann übrigens der Olaf schuld, das habe ich bei ihm so oft gesehen. Trangia-Brenner habe ich gedacht, auch keine schlechte Idee, so ein Brenner. Klasse. Swiss Champ. Das Ding heißt nicht umsonst Champ. Mal gucken, ob es diesmal auch wieder reicht. Das ist eine große Speed-Tablette hier, ein Viertel Liter kaltes Leitungswasser zum Kochen bringt. Wasser hat jetzt Betriebstemperatur für eine Runde Darjeeling und ich schaue dann gerade mal auf der Kamerauhr. Eine Minute, das reicht bei einem Viertel Liter Wasser. Und dann lassen wir uns da mal hier lecker schmecken. Ist ja schon abgekühlt. Oh ne, ist noch heiß, aber man kann immerhin schon wieder anfassen. Da nicht ziemlich schnell mit dem Edelstahl. Jetzt hat er rundherum eine goldgelbe Farbe bekommen und sieht eher aus, wie wenn er aus Messing wäre. Aber cooles kleines Teilchen hier für die SP-Tabletten. Und passt prima in seine Box rein. Jetzt machen wir erstmal schön Tea Time. Wenn ich euch wäre, dann würde ich auch einen Tee aufsetzen. Ne?
die Morgen der Alz sehen schon nach Herbst aus und das geht nicht mehr lang. Da macht dann, dass ihr da richtig Spaß abends einen Tee zu trinken. Also Leute, bleibt gesund. Schaut wieder mal rein, wenn es hier was Neues gibt und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.